Jetzt haben wir ja, Frau Höchst hier, Sie kommen aus Rheinland-Pfalz ursprünglich, haben ja vielleicht ganz andere Familienbilder im Kopf. Das hören wir ja oft, wenn wir so sagen, zumindest früher war es so, also im Osten haben immer beide gearbeitet und war das Kind im Kindergarten und im Westen gab es ja doch zumindest viele Jahre die Vorstellung, sehr viele Frauen sind einfach zu Hause geblieben, der Mann hat das Geld nach Hause gebracht. Ist dieses Klischee noch richtig? Also ich freue mich, dass wir heute Abend darüber diskutieren, wie unterschiedlich und wie individuell Familien oder auch alleinerziehende Elternteile ihr Leben handhaben können. Das ist uns von der AfD sehr, sehr wichtig, dass eben eine Wahlfreiheit besteht und niemand in die eine Richtung sagt, Frauen gehören an den Herd, wie das womöglich die patriarchalische Rolle in muslimischen Familien eher prägt. Aber auch niemand sagen darf, Frauen müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Wir finden im Moment die Debatte ziemlich unehrlich, weil im Grunde genommen sich die Politik seit vielen, vielen Jahren, gerade auch die Sozialdemokratie, vornehmlich um Familien kümmert, die beide arbeiten. Und wenig die Erziehungsleistung wertgeschätzt wird von Elternteilen, seien das jetzt Männer oder seien das Frauen, die sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben.